Herr Professor, jetzt aber Butter bei der Fische. Sie sind wieder ausgewichen. Und ich kann das auch gut verstehen. Das ist nämlich die zentrale Frage, die wir minder uns stellen. Wie durchlässig wird die gesamte Anlage, dieser große rechte Winkel, wie durchlässig wird der? Und ich habe an anderer Stelle schon gefordert, dass der Marienwall, die Hellingstraße und auch die Passage, jetzt Johannespassage, früher alte Hellingstraße, die alte Hellingstraße ging von der Bäckerstraße zum Johanniskirchhof. Das gucken wir uns mal gemeinsam in Plänen an. Da hat nämlich eine Tante von meiner Frau gewohnt. So, aber das lassen wir mal. Entscheidend ist, dass diese von Ihnen jetzt sehr schwarz gezeichneten, dargestellten Lücken auch offen bleiben. Und zwar offen bleiben in zweigeschossiger Höhe, für Rettungsfahrzeuge, für die Feuerwehr und insbesondere auch dann, wenn die Läden geschlossen sind. Wie wollen Sie das aber vereinbaren mit einer durchgängigen Mall? Wie wollen Sie das vereinbaren mit einem durchgängigen Versorgungskonzept, was Sie ja dann wahrscheinlich nur unterirdisch machen können? Und dann müssen Sie ja oben auch noch Farbe bekennen. Da muss ja die Dachlandschaft zumindest verbunden werden, wenn wir die Stellplätze oben drauf packen wollen. Sie sollten schon mal Farbe bekennen jetzt an dieser Stelle. Schön, dass Sie mich sozusagen als Bauherrn hier ansprechen. Ich muss keine Farbe bekennen, Herr städtebaulicher Berater. Das ist natürlich richtig, was Sie sagen. Ja? Es gibt städtebauliche Verbindungen, die wichtig sind. Das ist am allerwichtigsten, ist das die hier, von der Bäckerstraße zum Johanneskirchhof. Das ist zurzeit ein Loch, ja, ein dunkles Loch. Man guckt da rein und sieht da hinten so eine Spielhölle. Furchtbar. Ja? Das ist, ich wüsste keine andere Äußerung von Seiten der ECE, in Zukunft ein lichter, offener, im Erdgeschoss offener Durchgang. So, das heißt, das hier, das funktioniert auf jeden Fall offen, ohne eine Trennung. Die anderen Bereiche hier, da ist das, was ich weiß, zum Beispiel hier oben, da wird es eine 24-Stunden-Querung geben, aber da es hier eine interne Mall-Erschließung gibt, kreuzen sich hier Mall und dieser Quergang, aber es ist, dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen, hier haben wir es ja, das war jetzt Zufall. Also hier, das haben wir gesagt, hier geht es durch und hier, das ist jetzt bis auf den Boden gezeichnet, aber ich sagte ja, das ist keine Architektur, hier wird man 24 Stunden durchgehen können, hier glaube ich nicht, aber hier ist wohl auch etwas Ähnliches geplant. Ja? Das heißt, sehen Sie nicht als unhöflich an, dass ich jetzt ein M-Eukal lutsche, ich sehe sozusagen die Grippe auf mich zukommen und bin ein bisschen heiser. Wir haben es hier natürlich mit einem Handelsobjekt zu tun, Typ Shopping Center, das ganz bestimmte Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit stellt. Als wir uns mit dem Thema hier auseinandergesetzt haben, haben wir zum Beispiel gesehen, dass in der Bäckerstraße, bevor Hertie kam, oder C&A war es, glaube ich, das Hotel zum König von Preußen war. Nebendran standen in Parzellen sozusagen gegliedert traditionelle Geschäftshäuser. Dann kamen die 70er Jahre oder 60er, 70er Jahre, dann kam das Warenhaus, hat das alles schon mal kassiert. Und das Warenhaus hat ganz bestimmte Anforderungen an die Funktionsfähigkeit gestellt. Es hat ja auch eine Zeit lang funktioniert. Und das ist jetzt hier genauso. Das heißt, wir können nicht mehr zurück in die Zeiten des Königs von Preußen, so sympathisch mir das wäre, jedenfalls was die Architektur da angeht, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das hier funktioniert. Ich glaube ja, es wird ja auch kein Weg daran vorbeiführen. Niemand hat was davon, wenn dieses Shoppingcenter von Anfang an auf der Kippe steht. Das muss voll vermietet sein, muss funktionieren. Und dann hat man eine Chance, dass tatsächlich die Bäckerstraße und der Rest der Stadt davon profitiert. Das heißt aber auch, wenn jetzt an einer Stelle
120, 130, was weiß ich, wie viele Millionen investiert werden, dann muss an anderer Stelle auch investiert werden. Das ist doch vollkommen klar. Von der Stadt, aber auch von Privaten. Also ich hätte nichts lieber, als dass diese Obermarktgalerie tatsächlich wieder zum Leben kommt. Aber wenn das nicht der Fall ist, wird es ein Problem geben. Ich schreibe im Gutachten, dass die Entwicklung der Weser-Tor-Galerie ein kräftiger Impuls sein soll für die Revitalisierung des Einzelhandelsstandortes Minden-Innenstadt. Vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen am Anfang versuchte zu vermitteln, dass wir nicht so eine, ja, so eine kleine Trendwende oder so eine Art Innovationsschub im Einzelhandel haben, so nach dem Motto, naja, es wird sich ein bisschen was verändern, wir kaufen halt auch mit dem Handy ein, sondern vor dem Hintergrund eines radikalen Umbruchs und vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Interessen und Kräfte, die da wirken, gibt es, glaube ich, nur eine Chance, wenn man eine Innenstadt heute entwickeln will. Man muss den Einzelhandel so stark wie möglich machen. Ein Mittel dazu ist ein Shoppingcenter, aber auch nur eins. Andere Mittel haben wir erwähnt, die Fußgängerzone muss funktionieren, es muss in einer kleinteiligen Altstadtlage Einzelhandel geben. Auch dafür gibt es ja Berater und Konzepte, wie so etwas funktionieren kann. Denn die Alternative ist nicht, kaufe ich in dem Shoppingcenter ein oder bei Hagemeyer oder am Marktplatz, sondern die Alternative ist, gehe ich überhaupt in die Stadt. Und wenn ich mich nicht aufraffe, zur Ware zu gehen, ich persönlich gehe noch zur Ware, etwas ganz Außergewöhnliches in Zukunft, dann kommt sie eben zu mir. Dann lege ich die Beine hoch, nehme mein Tablet und gucke, was heute so angeboten wird. So wird das funktionieren. Oder ich steige in mein Auto, fahre ins Fachmarktzentrum und lade den Kofferraum voll. IKEA geht jetzt in Hamburg in die Innenstadt, weil sie natürlich damit rechnen, dass sie neue Kundschaft gewinnen, andere Produkte verkaufen als auf der grünen Wiese. Aber sie verbinden das natürlich auch mit einem Lieferservice. Das heißt, das ist ein Baustein und der muss funktionieren. Sonst ist für die Innenstadt für die nächsten 10, 15 Jahre in meinen Augen der Zug abgefahren. Der Leerstand, den wir jetzt haben, ist ja nicht darauf zurückzuführen, dass die Weser-Tor-Galerie geplant wird, sondern der Leerstand in der gesamten Innenstadt ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der jetzt schon dramatische Formen annimmt. Und da sind Sie nicht alleine in Minden. Es gibt viele Städte, wo das so ist. Ja? Und wir haben gesehen, in München, selbst in dieser Superstadt München, ist es so, dass es der Planung, die sind dort wirklich auf höchstem Niveau am Arbeiten, nicht wirklich gelingt, diesen Zug, was den Einzelhandel angeht, in diese Zentren auf der grünen Wiese zu stoppen. Und das können Sie nur machen, indem Sie tatsächlich einen auch potenten Partner hier in der Stadt dann haben, der ein Interesse daran hat, dass sein Standort funktioniert, und der funktioniert nur, wenn die Stadt funktioniert. Ja, die Zeiten sind vorbei. Es gab mal diesen Spruch, die Stadt braucht den Handel, aber der Handel nicht die Stadt. Ja, das ist lange vorbei. Das heißt lange 10 Jahre.